Moin moin und herzlich willkommen zum ersten Lesemonat des Jahres 2022, dem Januar. Und wow, was war das für ein toller Start in das Lesejahr. Nicht ganz so überraschend, weil ich auch die anderen Januar-Lesemonate der vergangenen Jahre natürlich auch mir angeschaut habe und gemerkt habe, dass da oft die Motivation sehr hoch ist, viel zu lesen, aber auch seine Vorsätze schon umzusetzen, und das Gleiche ist hier wieder passiert. Ist aber wirklich toll, auch wenn es jetzt nicht so überraschend ist, es ist einfach ein guter Start, eine gute Grundlage. Kleinen Wehmutstropfen gab es, das werdet ihr jetzt gleich in der Statistik erfahren, aber dennoch bin ich sehr zufrieden. Auch von der Qualität der Bücher, was natürlich insgesamt auch das Wichtigste ist, das werde ich euch alles gleich erzählen, aber erstmal geht es zur Statistik. Ich habe 7 Bücher beendet. Ein weiteres habe ich begonnen und auch ein Hörbuch habe ich mal wieder zur Abwechslung mir zum Gemüte geführt, auch wenn ich bisher nur die Hälfte geschafft habe. Ich höre ja nicht so viel, meistens immer nur zum Einschlafen, und dann komme ich auch immer nicht so weit. Aber diesmal, ja, habe ich mir mal wieder ein Hörbuch vorgenommen, und das ist tatsächlich auch ein Reread, also ein Buch, was ich bereits gelesen habe und jetzt als Hörbuch nochmal höre, und das werdet ihr dann ganz zum Schluss dann vorgestellt bekommen. Neuzugänge hatte ich natürlich auch, das waren 4 an der Zahl. Eins davon habe ich bereits gelesen, das heißt, es wandern tatsächlich nur 3 Bücher auf meinen Stapel ungelesener Bücher, und jetzt kommen wir zum Wehmutstropfen, denn ich habe ja schon Ende des Jahres versucht, unter die 40er-Grenze zu kommen, 40 ungelesene Bücher. Und ich habe es leider nicht geschafft, weil die Weihnachtsgeschenke dazwischen gekommen sind. Da sind einfach ein paar mehr eingezogen, als ich dachte. Ich habe mich natürlich sehr über die Weihnachtsgeschenke gefreut, aber das hat dieses Vorhaben eben zunichte gemacht. Und jetzt habe ich aber im Januar mir vorgenommen gehabt, dieses Ziel zu erreichen, die 39. Hätte ich auch geschafft, wenn ich nicht gemerkt hätte, dass auf meiner digitalen Liste, die ich von meinem Sub gemacht habe bei Lovely Books, ja, 2 Bücher gefehlt haben. Tja, selber schuld. Ich habe es bemerkt, und somit hatte ich auch am Ende des Jahres 2021 nicht 43 Bücher, sondern 45 Bücher auf meinen Stapel ungelesener Bücher. Und jetzt habe ich eben nicht 39, sondern 41. Ja, das war ein kleiner Motivationsdämpfer, aber insgesamt ist der Sub natürlich gesunken und ich freue mich drüber, und es ist ja auch nur eine Zahl. Trotzdem war das irgendwie so ein kleiner Motivationsschub, den ich gehabt hätte, ja, wenn ich die 39, ja, erreicht hätte. Aber irgendwie scheinbar wird meine Ausdauer, meine Willensstärke so ein bisschen geprüft, und ich möchte natürlich nicht aufgeben, und mal gucken, ob es denn im Februar klappt. Endlich, finally. So, und jetzt wollen wir aber zu den gelesenen Büchern kommen. Da haben wir reichlich von, und ich werde mir auch immer weiterhin sehr viel Zeit für die Bücher nehmen. Deswegen wird das wahrscheinlich wieder ein eher längeres Video. Schauen wir mal, und wir beginnen mit dem ersten Buch. Der Gipfel, Tragödie am Mount Everest von Anatoly Bukriev und G. Weston DeWald, ist das erste Buch, das ich im Jahr 2022 beendet habe. Und ihr könnt am Cover und am Titel schon erkennen, dass es sich mal wieder um ein Bergsteiger-Abenteuer bzw. Drama handelt. Und ihr kennt wahrscheinlich eher das Buch In eisige Höhen von John Krakauer. Das behandelt nämlich dieselbe Thematik, dieselbe Tragödie, die sich in den 90er Jahren am Mount Everest zugetragen hat. Auch John Krakauer hat diese Katastrophe miterleben müssen, hat überlebt und darüber gesprochen. In eisige Höhen ist etwas früher erschienen als Der Gipfel von Anatoly Bukriev, der ebenfalls vor Ort war an diesem Tag und jetzt davon berichtet. Es ist so quasi als Gegenantwort erschienen, weil Anatoly Bukriev sich in die Enge getrieben gefühlt hat und sich jetzt rechtfertigen möchte, denn es ist natürlich wie oft so bei Katastrophen am Berg die Schuldfrage aufgetreten. Wer ist schuld daran, dass so viele Menschen am Berg gestorben sind? Und John Krakauer hat Anatoly Bukriev eine Teilschuld zugeschrieben, einige Dinge vorgeworfen, die Anatoly Bukriev einfach nicht verstehen konnte und deswegen ja jetzt selbst ein Buch herausgebracht hat. Ich finde es eigentlich sehr, sehr traurig.
neben dieser eigentlichen Katastrophe, dass hinterher Leute, die traumatisiert sind und dieses Erlebnis machen mussten, sich dann auch noch mit dieser Schuldfrage rumprügeln müssen, warum sie überlebt haben und andere nicht, warum sie das und das nicht getan haben, anstatt sich irgendwie zu verbrüdern. Und naja, aber ich glaube, das ist einfach so. Und es war trotzdem faszinierend. In eisige Höhen habe ich ja auch schon gelesen und ich habe dann im Nachwort von diesem Buch erfahren und dass es eben auch eine gegenseitige Ansicht gibt von den Geschehnissen und ich wollte das dann auch auf jeden Fall lesen und jetzt war es wieder soweit. G. Weston DeWald ist ein Journalist, der zusammen mit Anatoli Bukriev dieses Buch geschrieben hat. Also es ist nicht aus der Feder von Anatoli Bukriev. Der Fließtext ist eben von DeWald geschrieben und es gibt aber immer wieder Tagebucheinträge von Bukriev und am Schluss auch noch mal ein Interview, das die beiden geführt haben und das dann eben übersetzt wurde. Ja, das fand ich so ein bisschen schade. Das ist einer der Kritikpunkte, die ich habe, wenn man einen Kritikpunkt ja, an so einen Erlebnisbericht haben kann, weil man eben nicht die ganze Zeit aus der Sicht von Bukriev erzählt bekommen hat und dadurch auch so eine kleine Distanz aufgebaut hat. Aber durch diese Tagebucheinträge, die immer wieder eingestreut wurden und weil scheinbar die beiden wirklich eng miteinander zusammengearbeitet haben, konnte man das dann irgendwann ganz gut übersehen und ist dann auch sofort wieder in dieser Geschichte drin gewesen. Ich war wieder am Mount Everest, obwohl ich da noch nie vor Ort war, habe ich mittlerweile nach diesen ganzen Dokus und diesen ganzen Abenteuergeschichten, die ich da jetzt drüber gelesen habe, ja, eine sehr gute Vorstellung jedenfalls davon. Und es war wieder so fesselnd und spannend, da wieder vor Ort zu sein. An diesem Tag in den 90er Jahren, ich glaube, war das 96, 94, irgendwie um den 96, im Mai 96, waren einfach sehr, sehr viele Expeditionen am Berg, die diesen Gipfel erklimmen wollten. Das war einer der Gründe, warum es wirklich zum Stau am Berg, am Gipfel gekommen ist und eben auch zu Zeitverschiebungen. Man muss bis zu einem gewissen Punkt am besten am Gipfel sein, damit man noch Zeit hat, zurückzukommen im Hellen und ja, eben nicht im Dunkeln. Und da ist dann die Gefahr einfach viel, viel größer, dass da irgendwas passiert. Dann kam noch ein Sturm dazu, der nicht so richtig vorhergesagt wurde, vorhergesehen wurde. Dann kam noch Sauerstoffmangel dazu. Ja, und viele Missverständnisse. Und so kam es eben dazu, dass sehr, sehr viele Menschen an diesem Tag ums Leben gekommen sind. Und viele, viele eben auch traumatisiert zurückgelassen worden sind. Ja, und hier wird das Ganze nochmal geschildert. Ich fand es überhaupt nicht langweilig, nochmal das Ganze mitzuerleben. Anatoli Bukriev ist ein sehr, sehr erfahrener Bergsteiger, der hier eben engagiert wurde, als Bergführer zu arbeiten für eine Expedition. Er war nicht der Leiter der Expedition, aber eben ein Führer, der für die Gruppe, ja, diese Leute so ein bisschen verantwortlich war und sie ein bisschen motivieren musste, unterstützen musste, aber auch einschätzen musste, ob sie dazu befähigt sind, am Ende dann auf den Gipfel zu stehen, um das ganze ja, Risiko einzuschätzen. Was hier wirklich eine große Barriere war, war die Sprache, denn er konnte jetzt nicht perfekt Englisch und ich glaube, als Bergführer muss man da schon ganz gut mit seinen Kunden, gerade in so gefährlichen Situationen, irgendwie ja, kommunizieren können. Das hat er nachher selbst auch eingesehen, dass das auf jeden Fall möglich sein sollte bei solchen Expeditionen und bei solchen gefährlichen Situationen. Ja, aber er hat halt auch vielen Menschen hier das Leben gerettet, weil er zum Schluss der Einzige war, der in der Nacht noch mal rausgegangen ist, um nach den Leuten zu suchen mitten im Sturm. Viele Sherpas und viele andere, die waren einfach fertig mit den Nerven, körperlich am Ende oder hatten einfach Angst, wieder rauszugehen. Und somit hat er, ich glaube, zwei, drei, vier Leuten dann tatsächlich das Leben gerettet. Und er hat halt eine Entscheidung getroffen, die unter anderem John Krakauer nicht ganz verstanden haben. Und hier versucht er das zu rechtfertigen, warum er das getan hat. John Krakauer meinte, damit hätte man einiges ja, verhindern können, dass er eben schon vorausgegangen ist, zum Lager zurück und nicht bei seinen Kunden geblieben ist.
Anatoli Bukriev sagt, er wollte das Lager vorbereiten und den Kunden wieder entgegenkommen mit heißem Tee und Sauerstoff. Ja, ich weiß nicht, ob das notwendig ist, in diesen Details sich aufzuhalten. Andererseits muss man natürlich diese Tragödie so ein bisschen analysieren, damit das nicht nochmal passiert und daraus irgendwie lernen kann. Ja, man muss da so ein bisschen, ich sehe das so ein bisschen zwiegespalten und ich glaube, das ist ein sehr, sehr sensibles Thema. Ich finde aber gut, dass ich dieses Buch jetzt gelesen habe, weil ich John Krakauer jetzt auch mit anderen Augen sehe und sein Buch nicht eben als das Gesetzte sehe, sondern dass man ja auf jeden Fall beide Sichten sich anhören sollte, wenn man sich über diese Tragödie informieren möchte. Am besten natürlich auch noch andere Erfahrungsberichte, vielleicht auch noch Dokumentationen, die versuchen, das Ganze ein bisschen sachlich darzustellen. Es gibt Spielfilme darüber, es gibt Dokumentationen, also da gibt es schon Möglichkeiten. Aber John Krakauers Buch ist eben so ein bisschen das populärere und ja, ich muss sagen, natürlich, vielleicht bin ich jetzt ein bisschen beeinflusst durch dieses Buch hier, durch dieses Werk, aber Anatoli Bukriev tat mir tatsächlich ein bisschen leid, als ich mitkriegen musste, wie er nach einiger Zeit beschuldigt wurde und er konnte das überhaupt gar nicht verstehen, war selbst noch daran ja dabei, überhaupt dieses ganze Trauma zu verarbeiten und dann wird ihm sowas vorgeworfen. Ich glaube, das schmerzt sehr. Kann natürlich sein, dass da immer ein kleines Fünkchen Wahrheit mit dabei ist, aber ich weiß nicht, ob es das bringt, sich das, wie gesagt, gegenseitig jetzt vorzuwerfen. Ja, ein spannender, aber auch erschreckender Fall, wenn ihr euch dafür interessiert. Es ist auf jeden Fall sehr kurzweilig geschrieben. Es gibt Fotos, die das Ganze noch ein bisschen veranschaulichen von der Expedition. Was ich auch spannend finde, ist, dass beide Bücher aus verschiedenen Expeditionslagern sozusagen geschrieben worden sind und man dadurch auch nochmal andere Menschen kennenlernt, Menschenschicksale und eben auch, wie diese Expedition gearbeitet hat und wie die andere Expedition gearbeitet hat. Die haben nämlich ganz unterschiedliche Leiter gehabt der Expedition, die auch ganz unterschiedlichen Führungsstil hatten. Und das finde ich in so einer gefährlichen Lage auch immer sehr spannend, wie die Führungsstile sind und wie gut die da immer hinpassen. Ja, leider lebt Anatoli Bukriev nicht mehr. Er ist an einen anderen Berg ums Leben gekommen. Ja, bei solchen gefährlichen Jobs ist das leider häufig dann der Fall, dass die dann irgendwann ihre eigene Tragödie dann begegnen. Und ja, es ist leider auch so passiert. Aber ja, ich kann es auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr davon lesen möchtet, dann würde ich beide Bücher lesen, um eben die beiden Perspektiven zu bekommen. Als nächstes habe ich ein weiteres eisiges Abenteuer gelesen. Allerdings ist das ein Kinderbuch und nicht ganz so dramatisch. Das Eismonster von David Walliams. Ja, David Walliams ist ja ein sehr bekannter englischer Schriftsteller, der schon einige Kinderbücher rausgebracht hat, die sehr beliebt sind, die sehr humorvoll sein sollen und mit sehr, sehr derbem englischen Humor gewürzt sind. Und ich wollte da unbedingt auch mal reinlesen, beziehungsweise ein Werk von ihm lesen. Ich habe hier so ein bisschen Matt Haig vermutet, vielleicht auch so ein bisschen Andy Stanton, Mr. Gum Humor, also so ein bisschen skurrilen, sehr englischen, sehr ironischen Humor, vielleicht ein bisschen Wortwitz. Und natürlich auch das Thema hat mich angesprochen. Wir treffen hier auf ein junges Mädchen namens Elsie, die in einem Waisenhaus lebt und aber den Beschluss fasst, sie möchte dort nicht mehr leben. Das ist so grausig dort, dass sie ausbricht und jetzt lieber dann auf der Straße leben möchte. Und sie erfährt dann irgendwann aus den Nachrichten, aus den Zeitungen, dass Wissenschaftler, Forscher ein Mammut gefunden haben, in einen Eisblock eingefroren und es jetzt in das Naturhistorische Museum in London gebracht haben. Und sie ist so neugierig, dass sie sich das angucken möchte. Und ja, irgendwie scheint dieses Mammut aber auch zum Leben erweckt zu werden irgendwann, auch durch Elsies Hilfe. Und sie trifft auf allerlei sehr, sehr skurrile, ihr wohlgesonnenen, aber eben auch ihr feindlich gesonnenen Menschen und auch Figuren.
Und dieses Abenteuer wird sie auch an den Nordpol bringen. Und ganz, ganz viel in London ist sie auch vor Ort. Ja, ich habe mich darauf gefreut. Es hat relativ viele Seiten für ein Kinderbuch. Ich glaube so 500, ja. Ist aber auch sehr viel illustriert, sehr groß geschrieben. Deswegen rast man da durch die Seiten. Ich habe das in, weiß nicht, 2, 3 Tagen habe ich es, glaube ich, durchgelesen. Es ist auch illustriert. Mir gefallen die Illustrationen nicht so gut, muss ich sagen. Es ist sehr krakelig und ja, aber trotzdem hat es zu dem Stil ganz gut gepasst. Ja, was soll ich sagen? Letztendlich war ich jetzt ein bisschen enttäuscht, weil ich habe ja mit etwas Bestimmtem gerechnet. Das ist ja immer so eine Sache mit Erwartungen. Und ich fand es, wie gesagt, sehr leicht zu lesen und es war auch sehr humorvoll. Aber der Humor, der hier drin aufgekommen ist, der war nicht ganz so meiner. Der war halt doch so ein bisschen plump und sehr in your face. Also es war so ein Tom und Jerry Humor. Also man haut sich gegenseitig auf die Nase, man stürzt irgendwo runter und es wird auch immer wieder werden Worte wie Peng, Puff, Wow, Cheng und Klack und Klick mit eingebaut. Also ich glaube, zum Vorlesen ist das eigentlich schon ganz lustig, aber es war mir einfach zu viel. Also es war einfach too much und es waren tatsächlich auch sehr, sehr viele Furzwitze, Fäkalwitze enthalten. Für Kinder ist es natürlich ultra lustig und ich muss auch sagen, ich habe auch vor mich hingekichert an einigen Ecken, aber es war mir nachher irgendwie ein bisschen zu plump und ein bisschen zu sehr Slapstick und ja, das, ich weiß nicht, war mir dann doch ein bisschen zu oberflächlich. Also wenn man das so mit Matt Haig vergleicht, der ja auch sehr schwarzen Humor mit einbringt und der auch sehr viel Gewalt und Brutalität mit hineinbringt, hatte das aber doch ein bisschen subtileren Humor bei Matt Haig, hier die, seine Kinderbücher, seine Weihnachtstrilogie, die doch ein bisschen mehr Wortwitz mit hineingebracht haben. Auch mal Slapstick und lustige Momente, aber das hier war mir doch ein bisschen zu plump. Ich kann mir aber vorstellen, dass Kinder damit ihre helle Freude haben. Es ist sehr actionreich, es passiert unglaublich viel, aber Action ist eben auch nicht das, was ich immer in Büchern lesen will. Hier hinten steht drauf, dass es eine herzerwärmende Geschichte ist, einer ungewöhnlichen Freundschaft. Ja, herzerwärmend, davon habe ich jetzt nicht so viel gespürt. Diese Emotionen, die bei Matt Haig aufkommen, damit ist das überhaupt nicht vergleichbar. Es gab freundliche Figuren und das war auch schön, auch diese Freundschaft, aber es war eben überlagert von diesen Action-Momenten, diesen Puff-Peng-Bang-Momenten. Es wird was in die Luft gejagt, jemanden wird auf den Kopf gehauen, jemand stürzt irgendwo runter und dann wird, weiß nicht, gefurzt und das Mammut scheißt die Polizisten ins Gesicht. Und ja, also es war für mir ein bisschen zu doll und ich weiß jetzt immerhin, wie jetzt David Walliams schreibt und ich glaube, für Kinder ist das herrlich und lustig, aber ja, es hat für mich einen Unterhaltungswert gehabt, aber mehr eben auch nicht. Und wie ihr im nächsten Buch auch erkennen werdet, habe ich tatsächlich meine winterliche Leseliste gut abgearbeitet, denn ich habe euch ja letztes Jahr kurz vor Winter gezeigt, was ich alles gerne im Winter lesen möchte, was ich alles auf meinen Stapel ungelesener Bücher habe, was eine winterliche Atmosphäre hat und was ich dann auch gerne dann in den 3 Wintermonaten lesen möchte. Und ja, ich habe sehr viel abgearbeitet. Unter anderem auch diesen Thriller. 4 Jahre von Karen Gerhardsen ist tatsächlich mal wieder ein skandinavischer Thriller. Ich habe seit längerer Zeit keinen Thriller mehr gelesen und ich dachte, ja, das wird jetzt hier ein super Page-Turner. Das habe ich erwartet und erhofft. Und es ist aus mehreren Sichtweisen geschrieben und der Klappentext, der klingt sehr, sehr geheimnisvoll. Man kann gar nicht so richtig erahnen, worauf das Ganze hinausläuft. Und ich habe mir natürlich hier auch so ein bisschen winterliche Atmosphäre gewünscht, da es eben auf Gotland spielt im Winter 2014. Und ja, es gibt hier einmal zum einen eine junge Frau, die in ein Auto eines fremden Mannes einsteigt. Und es gibt ein Pärchen, die zu einem Schäferstündchen aufbrechen.
Und diese beiden Stränge, die scheinen irgendwie miteinander zu kollidieren. Kollidieren wortwörtlich, denn es gibt auch einen Autounfall und es gibt auch Tote. Und 4 Jahre später scheinen die Geheimnisse sich langsam aufzudröseln. Und wir haben hier eben ja, diese Charaktere, die hier drin vorkommen, immer wieder auch als Protagonisten und ihre Gedanken. 4 Jahre später, wir wissen nicht genau, wie es zu diesem Autounfall gekommen ist und wer da jetzt genau ums Leben gekommen ist und warum das nicht gemeldet wurde. Es gibt Fahrerflucht, aber es gibt auch bestimmte Gründe, warum das nicht öffentlich gemacht wurde. Und das werden wir hier nach und nach erfahren. Und die Buchhändlerin, die mir dieses Buch empfohlen hat, die hatte auch eben genau das angekündigt, dass es hier viele Wendungen gibt, viele Geheimnisse, viele Überraschungen, die dieses Buch parat hat. Und darauf habe ich mich sehr gefreut. Ich muss aber sagen, dass ich nicht so gut hineingekommen bin oder es nicht so Thriller-mäßig war, wie ich erhofft habe. Aber ich habe trotzdem weitergelesen. Es war jetzt auch nicht schwer geschrieben oder so, deswegen musste ich mich jetzt nicht so sehr quälen. Wo ich aber das erste Mal gesagt habe, oh Mann, ey, das möchte ich jetzt hier wirklich nicht lesen, war bei einer Vergewaltigung. Ja, das muss man auf jeden Fall sagen. Hier in diesem Buch wird eine Vergewaltigung beschrieben, die eben auch wichtig ist für die Story. Und eine Protagonistin erlebt das eben. Es wird nicht bis ins kleinste Detail beschrieben, aber es wird auch nicht völlig ausgeblendet. Und da habe ich halt eben auch gesagt, sowas will ich in Büchern nicht lesen. Und wenn, dann möchte ich das bitte auf dem Klappentext erfahren, weil das ist einfach etwas, was triggert. Das ist etwas, was vielleicht nicht alle Menschen lesen wollen. Ja, ich muss aber auch sagen, dass die Protagonistin so absurd danach gehandelt hat, dass ich das dann auch wirklich nicht nachvollziehen konnte, obwohl sie ja eigentlich ein Opfer ist und völlig traumatisiert sein müsste oder auch war, ja, ist sie eben von dieser Vergewaltigung schwanger geworden, was natürlich noch eine größere Katastrophe ist. Und ja, als sie das erfahren hat und sie sich dann ihre Gedanken macht, habe ich hier eben eine Notiz reingemacht, beziehungsweise einen kleinen Marker, weil da musste ich einfach, ich wusste nicht, ob ich darüber lachen sollte oder ob ich einfach das Buch an die Wand werfen wollte, weil es einfach so nicht nachvollziehbar ist, wie man so denken kann. Jedenfalls finde ich es nicht nachvollziehbar. Sie machte sich eine Tasse Tee, setzte sich an den Küchentisch und spielte sämtliche denkbaren Alternativen durch. Stellte nüchtern fest, dass sie auf die 30 zuging und sich nach einem Kind sehnte, dass sie nie eine längere Beziehung gehabt hatte und ihre Chancen auf dem freien Markt nicht gerade stiegen, je mehr Zeit verstrich. Dass der Vater von dem kleinen Knopf, der in ihr heranwuchs, gut aussah und ein gesundes Selbstvertrauen hatte. Dass er über Sozialkompetenz verfügte, kein Angsthase und intelligent, gebildet und neugierig war. Und er hatte ein Empfinden für richtig und falsch, was mit seiner Erziehung zusammenhing. Dass er kriminelle Handlung beging, hatte er sich selbst zuzuschreiben. Dass ihm jegliche Empathie fehlte und eventuell ein Psychopath war, war nicht genetisch bedingt. Ja, und dann entscheidet sie sich halt, das Kind zu behalten. Denkt man so? Ich fand das so absurd. Ich muss aber auch sagen, dass mir diese Absurdität dieses Handelns nicht nur ihrer Figur, sondern auch andere Leute, die hier ein bisschen absurd handeln, mir das Thema ein bisschen einfacher gemacht haben, weil ich konnte es dann nicht mehr ernst nehmen. Ich glaube, es wäre schlimmer gewesen, wenn das hier wirklich total traumatisiert wäre und es immer wieder um diese Vergewaltigung ginge und ich da total mitfühlen müsste. Dadurch, dass sie hier so absurd gehandelt hat und so gedacht hat, wie ich es einfach nicht nachvollziehen konnte, hatte ich eine Distanz und konnte es nicht mehr ernst nehmen und konnte es aber jetzt als Unterhaltung wahrnehmen. Denn im Laufe der Zeit will sie ihn eben ein bisschen wieder zur Rede stellen nach diesen 4 Jahren und sie erinnert sich eben auch an diesen Unfall und auch den Gründen, warum sie es denn nicht nicht gemeldet hat und verbrüdert sich mit anderen Opfern oder mit anderen Leuten. Ja, und dann muss ich sagen, war das ein Wechselbad der Gefühle, weil ich dachte erst, boah, was ist das für ein bescheuertes Buch? Und dann hat es auf einmal
einen totalen Unterhaltungscharakter. Ich konnte es einfach wie einen sehr, sehr oberflächlichen, absurden Thriller lesen, der sehr unterhaltsam und überraschend war. Weil ich dachte dann, als ich das gelesen habe, dachte, ja, und es ist doch auch klar, wer hier der Täter ist und es ist klar, wer hier das Fahrerflucht begangen hat und wer hier wen ermordet hat. Aber es war eben nicht klar. Die Autorin hat einen ganz klar aufs Glatteis geführt und es gab immer wieder Wendungen und Überraschungen im Erzählerischen, die mich überrascht haben, muss ich ehrlich sagen. Nicht nur am Ende die Wendung, sondern eben auch mittendrin. Und das fand ich wiederum gut. Das konnte ich diesem Buch abbringen, dass das mich überrascht hat und mich dann eben unterhalten hat. Diese eisige Atmosphäre, die ich mir hier gewünscht habe, die gab es allerdings nicht. Es war zwar Winter und es war zwar auch eine verschneite Nacht, wo der Unfall passiert ist, aber mehr winterliche Atmosphäre hat man da überhaupt nicht bekommen. Es gab eine Frauenfreundschaft, die entstanden ist, die ich noch irgendwo genießen konnte, aber ansonsten, ja, war das für mich kein Highlight und es war, wie gesagt, auch ein Wechselbad der Gefühle und ein bisschen seltsam. Ja, könnt ihr mal sagen, falls ihr das gelesen habt, ob ihr da auch so ja, fassungslos wart, als ihr diese Stelle gelesen habt, ob euch das auch so sauer aufgestoßen ist und ob euch diese Wendungen und Überraschungen tatsächlich auch getroffen haben oder ob ihr die tatsächlich auch geahnt habt. Also für mich war es auf jeden Fall sehr überraschend. Immerhin etwas Positives. Ja, und ich habe nicht nur meine winterliche Buchliste abgearbeitet, sondern tatsächlich schon meine Vorsätze für 2022 angeknabbert. Wenn ihr wissen möchtet, was ich mir für das Lesejahr 2022 vorgenommen habe, dann werde ich euch das gerne mal in der Infobox verlinken, das Video. Es geht hauptsächlich darum, bestimmte Bücher, die schon hier sehr, sehr lange ungelesen hier rumliegen, zu lesen. Endlich 2022, da habe ich mir die 5 ältesten Einzelbände rausgesucht und eine Reihe, die hier wirklich schon Jahre liegen und endlich gelesen werden sollen. Und ich habe mir auch ein paar Reihen ausgesucht, die ich endlich beenden möchte. Und 1-2 Dinge habe ich da auch noch angesprochen, worauf ich gerne achten möchte. Aber das sind so diese Challenges. Und wenn ihr genau wissen möchtet, welche Bücher das waren, ich habe auch noch mal in das Jahr davor geguckt, wie das denn im Jahr davor gelaufen ist, was ich da umgesetzt habe und was nicht. Ja, schaut gerne rein, wenn euch das interessiert. Und ich habe sofort auch diesen Vorsatz, sehr, sehr alte, ungelesene Bücher lesen zu wollen, angefasst. Die Papierprinzessin von Fabienne Siegmund liegt mittlerweile 3,5 Jahre bei mir auf den Stapel ungelesener Bücher und ja, viel zu lange. Vor allem ist das Buch wirklich nicht lang. Es hat 250 Seiten und lässt sich halt auch sehr, sehr leicht weglesen. Von daher verstehe ich nicht ganz, warum das hier so lange gewartet hat. Es ist sehr wertig. Ich finde auch das Cover sehr, sehr hübsch gemacht. Schwarz-weiß mit diesen Farbtupfern, mit diesen aufgeschlagenen Büchern, mit diesem sich kräuselnden Papier. Und es fühlt sich auch so wertig an, weil das Papier so wie Katalogseiten hat und dadurch auch sehr schwer ist. Es hat Illustrationen und auch Zitate von Autoren, die auf die Frage antworten, ja, was Geschichten für sie bedeuten. Und das ist inhaltlich auch auf jeden Fall übertragbar auf die Geschichte. Und die Geschichte ist in 2 verschiedenen Farben abgedruckt. So ähnlich wie die unendliche Geschichte gibt es hier nämlich auch eine Geschichte in der Geschichte. Es gibt einmal den schwarzen Text und auch, na, wo haben wir mal eine Seite? In hellblau ist es abgedruckt. Lässt sich aber auch gut lesen, also ist nicht zu hell. Ja, worum geht's? Es geht um Amelia. Und Amelia hat sich von ihrer Vergangenheit, aber auch von Geschichten jeglicher Art total abgewandt von Menschen. Sie lebt ein sehr, sehr zurückgezogenes und sehr, sehr
langweiliges Leben, könnte man sagen, aber es ist selbst gewählt. Sie möchte nichts mehr mit Geschichten und auch nicht mehr mit ihrer Familie oder ihrer Vergangenheit zu tun haben. Doch irgendwann erreicht sie einen Anruf aus der Vergangenheit, einen Anruf, den sie am liebsten nicht annehmen möchte. Es ist nämlich ihre Amme, die sie quasi aufgezogen hat und die bittet sie jetzt nach Hause zu kommen. Amelia möchte das überhaupt nicht, aber die Amme erzählt etwas, was sie einfach nicht ignorieren kann, denn ihre Schwester ist sehr, sehr krank, liegt im Krankenhaus im Koma und ja, ihre Amme sagt, komm zurück, du musst sie retten. Amelia weiß gar nicht, was sie da tun soll, das sollen doch bitte die Ärzte im Krankenhaus tun, aber sie kann es natürlich nicht ignorieren. Deswegen kehrt sie tatsächlich in ihre Heimat zurück, in das große Haus ihrer Großmutter, wo sie aufgewachsen ist. Denn ja, ihre Schwester und sie sind bei ihrer Großmutter aufgewachsen, ihre Eltern sind gestorben und deswegen sind sie bei ihrer Großmutter aufgewachsen und bei der Amme, die eben immer noch lebt, aber ihre Großmutter ist auch gestorben. Und das war quasi so der Wendepunkt, wo Amelia sich von ihrer Familie abgewandt hat. Warum das so war und was da eigentlich vorgefallen ist, das erfährt man immer wieder in kleinen Rückblicken. Denn Amelia selbst hat so sehr ihre Vergangenheit weggeschoben, dass auch ihre Erinnerungen sich einfach verflüchtigt haben, einfach aus Selbstschutz hat sie es verdrängt. Doch jetzt ist sie gezwungen, ihre Erinnerung wieder hervorzuholen. Denn ihre Amme sagt, dass sie eine Geschichte finden soll. Eine Geschichte, die sie damals selbst geschrieben hat. Und ihre Schwester war von dieser Geschichte wie besessen. Und sie hat kurz bevor sie krank geworden ist, bevor sie ins Koma gefallen ist, hat sie diese Geschichte in verschiedenen Blättern, die eben auf verschiedene Blätter abgeschrieben wurde, beziehungsweise verfasst wurde von Amelia damals. Die verschiedenen Blätter hat sie im gesamten Haus versteckt und hat sich davon abgewandt, beziehungsweise vorher, die Jahre davor, war sie einfach wie besessen davon und konnte nie so richtig loslassen. Und sie hat es auch sehr, sehr schwer getroffen, dass ihre Schwester sie einfach in Stich gelassen hat, natürlich. Ja, und jetzt ist es im Grunde wie eine große Schnitzeljagd durch das Haus, wo Amelia auf die Suche nach diesen Geschichten ist, beziehungsweise nach dieser Geschichte ist, die sie früher verfasst hat und ihrer kleinen Schwester immer vorgelesen hat. Also sie sind auch einige Jahre auseinander, ich glaube über 10 Jahre oder nicht ganz. Ja, irgendwie jedenfalls liegen mehrere Jahre zwischen ihnen. Somit hatte sie auch immer eine große Verantwortung für ihre Schwester und hat sich immer um sie gekümmert. Aber sie haben sich sehr gut verstanden und ja, ihre Kindheit bestand quasi nur aus Geschichten. Sie haben so viel gelesen. Sie hatten eine riesige Bibliothek. Ihre Großmutter war eben auch eine Schriftstellerin und hat sie immer wieder mit Büchern zusammengeführt. Und sie haben, ja, wenn sie zusammen gespielt haben, ob im Haus oder draußen, haben sie immer Buchfiguren nachgespielt, ihre eigenen Abenteuer nachgespielt. Und irgendwann hat eben Amelia diese Geschichte geschrieben aus einem ganz bestimmten Grund. Und ja, diesen Grund muss man hier eben erfahren. Und sie macht sich eben auf die Suche nach dieser Geschichte, nach diesen Blättern, die ihre Schwester versteckt hat im Haus, aber auch auf die Suche nach ihren Erinnerungen, denn es ist eben eine Schnitzeljagd. Es gibt immer besondere Orte in diesem Haus, wo diese Blätter versteckt werden. Und es gibt immer wieder einen Hinweis darauf, denn die Geschichte hat auch immer einen Bezug zur Realität gehabt. Und da steckt immer wieder ein Hinweis dahinter, wo als nächstes denn der nächste Zettel versteckt sein könnte. Und so erfahren wir immer wieder kleine Erinnerungen, die Amelia wieder hochkommen. Sehr schmerzhafte Erinnerungen, allerdings auch sehr schöne Erinnerungen, die sie hat. Also es ist bittersweet und sie ist wirklich nicht glücklich darüber, dass sie diese Erinnerungen hat. Und man versteht als Leser gar nicht so sehr, warum das so schmerzhaft für sie ist, denn eigentlich sind das sehr schöne Erinnerungen, die sie hat. Man kennt ja aber auch noch nicht genau den Grund, was damals schiefgelaufen ist. Ja, und das Haus ist einfach so ein toller Schauplatz. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, so einen tollen Schauplatz hier zu bekommen. Ich liebe ja auch Spukhäuser, aber auch einfach herrschaftliche viktorianische Häuser, und so habe ich mir das auch so ein bisschen vorgestellt. Eine riesige Bibliothek, ein toller Garten, ein Dachboden, ein Keller, und für die
Mädchen, die dort aufgewachsen sind, war das ein Paradies. Sie konnten da einfach spielen und ihre Fantasie freien Lauf lassen. Es geht halt eben auch viel um Fantasie. Aber wir haben natürlich auch immer wieder die Kapitel aus der Geschichte, die Amelia damals geschrieben hat. Und so bekommen wir eben auch so ein bisschen erzählt, was damals passiert ist, aber eben auch die Geschichte, die Amelia aus dieser Realität in ihrer Fantasie umgesponnen hat. Und das ist eben das, was hier in Blau abgedruckt ist. Und ja, die Geschichte heißt eben die Papierprinzessin, die ja sich auf den Weg macht auf eine Reise und den Tintentod sucht, und scheinbar zerfällt die Welt immer mehr. Sie besteht aus Papier und folgt den Tintenflecken, und sie möchte eben eine Heilung finden für ihre Großmutter. Und der Tintentod scheint irgendwie dafür verantwortlich zu sein, dass ihre Großmutter krank wird. Und so muss sie eben sehr viele Abenteuer bestehen. Die Geschichte selbst ist sehr märchenhaft, sehr symbolisch, sehr poetisch, sehr skurril, erinnert so ein bisschen an Alice im Wunderland. Aber eben verspielt in so einer Papierwelt, wo eben alles aus Papier, aus Buchstaben, aus Tinte besteht. Und ja, da kann man natürlich immer viel ableiten aus der Welt dann in die Realität. Und es geht eben immer wieder darum, was vermögen Geschichten, was können Geschichten, was können sie nicht, und wie viel Geschichten in unserem Leben sind gesund. Weil hier gibt es eben diese zwei Extreme. Es gibt die eine Schwester, die sich komplett von Geschichten losgelöst hat. Und da ist jetzt eben nicht nur die Rede von Geschichten in Büchern, sondern auch jegliche Geschichten im Leben hat sie sich abgewandt. Und es gibt die andere Schwester, die sich einfach nicht mehr von dieser Geschichte loslösen konnte und davon besessen war. Wie so oft ist natürlich der Mittelweg der richtige, und man will natürlich nicht ohne Geschichten leben. Man kann nicht ohne Geschichten leben, wenn man ein erfülltes Leben haben möchte. Und deswegen passt es auch sehr gut, dass hier immer wieder Zitate zu lesen sind von Autoren, die eben schreiben, was Geschichten für sie ausmachen, was Geschichten für sie bedeuten. Ich muss aber sagen, dass es so ein bisschen den Lesefluss gestört hat, weil die Zitate werden wirklich mittendrin immer eingebaut. Hier ist zum Beispiel ein sehr kurzes Zitat. Manche sind halt auch ein bisschen länger, haben eine halbe Seite oder eine ganze Seite. Was ich gemacht hätte, glaube ich, um das Ganze noch runder zu machen, ich hätte diese Zitate in die Geschichte mit eingebaut. Weil es ist eben tatsächlich ja so eine Schnitzeljagd gewesen, auf die Protagonistin sich jetzt einlässt. Und immer wieder findet sie Rätsel oder findet sie Hinweise. Und auf diesen Hinweisen hätten ja auch diese Zitate stehen können oder so, die das Ganze irgendwie mit einbindet. Ich glaube, das hätte mir besser gefallen, als wenn das hier so nebenher läuft. Also ich habe es tatsächlich dann so gemacht, dass ich erstmal nur die Geschichte gelesen habe, um mich nicht rausreißen zu lassen, und dann ganz zum Schluss nochmal das gesamte Buch durchgeblättert habe und alle Zitate mir durchgelesen habe, weil thematisch haben sie natürlich schon dazu gepasst. Ja, die Illustrationen. Ja, habe ich so ein bisschen zwiespältig gesehen, denn zum einen fand ich sie sehr simpel. Hat mich immer so ein bisschen erinnert an ein Malbuch für Kleinkinder, weil sie wirklich teilweise sehr, sehr simpel waren. Aber was ich besonders fand und was gut reingepasst hat, waren, dass immer wieder so Zeitungsschnipsel in diese Illustrationen mit eingebettet worden sind. Jetzt finde ich natürlich hier kein Beispiel. Moment, ich werde sicherlich fündig von einer Illustration, die mir dann besser gefallen hat. Ah ja, genau, hier. Das ist, glaube ich, auch meine liebste Illustration mit den Regenschirmen. Und hier könnt ihr eben erkennen, in den Regenschirmen sind so Papierschnitzel. Also ihr seht, das sind tatsächlich Texte, aber auf Englisch, könnte man lesen, sind aber halt ja nicht zusammenhängend zu der Geschichte. Und ihr könnt euch auch sicher sein, dass ihr hier auf sehr, sehr viele Anspielungen, was Klassiker anbelangt, treffen werdet. Also ob das die unendliche Geschichte ist oder Alice im Wunderland, Puh, der Bär,
Das letzte Einhorn. Also es gibt halt Geschichten, die unsere Protagonistin immer erwähnt, weil sie einfach ihr für sie Kindheit bedeuten. In der Bibliothek, natürlich auf ihrem Nachttisch, in ihrem ehemaligen Kinderzimmer, das wie unberührt immer noch da ist. Und ihr letztes Currently Reading, also das Buch, was sie als letztes gelesen hat, ist immer noch dort zu finden. Ja, Nils Holgersson, natürlich Astrid Lindgren. Also es gibt hier einige, ja, einige Klassiker, die hier erwähnt werden und die hier auch so ein bisschen natürlich scheinbar auch die Autoren selbst beeinflusst haben. Man merkt einfach auch diese Bücher, Klassiker, Kinderbuchliebe von Fabienne Siegmund durchscheinen. Und ja, das Buch ist natürlich für Bücherliebhaber, Geschichtenliebhaber geschrieben. Man philosophiert selbst ein bisschen mit. Wo ich ein bisschen Angst hatte, war, dass wir hier es wieder mit zu viel poetischer, kitschiger Sprache zu tun haben. Das war Gott sei Dank im Rahmen. Ich habe halt eben schon mehreres von Fabienne Siegmund gelesen. Das meiste hat mir sehr, sehr gut gefallen und gerade eben auch diese poetische Sprache, die immer sehr, sehr viel Symbolkraft hatte. Ich habe aber auch schon eins, ich glaube, der Goldene Käfig, dieses kleine gelbe Buch, das ging um einen traurigen Clown und das war unglaublich kitschig. Da ging es aber auch um eine Liebesgeschichte. Und sehr, sehr symbolisch geschrieben. Und nee, das hat mir leider überhaupt nicht gefallen. Hier muss ich sagen, dass die Geschichte selbst sehr gut zu lesen ist, aber die Geschichte in der Geschichte war dann poetisch und sehr, sehr märchenhaft geschrieben. Und das war eine gute Mischung. Also das hat mir gut gefallen. Insgesamt habe ich aber lieber in der Realität gelesen und dann von dieser Schnitzeljagd, wo es eben vom Keller in den Dachboden, in den Garten ging. Und ja, es war eine richtig tolle, fantastische Schnitzeljagd durch dieses wunderbare Haus. Es gab aber eine Figur in diesem Buch, die fand ich total überflüssig. Und das war der Buchdetektiv. Dann unsere Protagonistin Amelia, die engagiert ihn, den Buchdetektiv. Und sein Job ist es eben, verlorene antiquarische Bücher, aber auch verlorene Geschichten zu finden. Ja, mutet auch so ein bisschen fantastisch an. Also da war man sich auch nie so richtig sicher. Aber das war eben eine sehr, sehr persönliche Schnitzeljagd und er konnte ihr überhaupt nicht helfen. Er war zwar eben so eine, ja, eine Schulter, an die sie sich so ein bisschen abstützen konnte und es war für sie vielleicht auch relativ gut, jemanden dabei zu haben, der ja nicht in diese ganzen Familienverflechtungen drin war, aber eigentlich ist sie immer auf die Lösung gekommen und er hat ihr eigentlich überhaupt nicht geholfen. Also entweder hätte man diese Figur ganz rauslassen können, oder sie hätte irgendwie eine größere Aufgabe haben müssen oder eine größere Bedeutung haben müssen. Klar, irgendwie knistert es auch zwischen denen. Gott sei Dank stand das hier nicht im Vordergrund, weil ich ja das auch nicht so richtig gespürt habe, diese Gefühle, die da entstanden sind. Ja, ich fand das ganz gut, wie es nachher aufgelöst wurde, diese Beziehung. Aber insgesamt hätte ich das überhaupt nicht gebraucht. Und klar, das sage ich öfter bei Liebesgeschichten, aber diese gesamte Figur hätte ich einfach noch ein bisschen anders angelegt, damit sie hier mehr Bedeutung bekommt. Ja, aber insgesamt war ich sehr überrascht von der Geschichte, von dem Setting. Also das war wirklich ein tolles Setting und ja, ein sehr besonderes Buch und man denkt halt eben drüber nach, was vermögen Geschichten, wie viel Geschichten in unserer Realität ist richtig und wie viel ist zu viel, gibt es ein zu viel? Ja, darüber kann man nachdenken, darüber kann man spekulieren, wo stecken überhaupt Geschichten überall drin und natürlich auch die Zitate der Autoren. Manche sagten mir was, andere nicht. Ich denke mal, das sind auch viel Self-Publisher, die hier drin vorkommen und eben viel deutsche Autoren, die man vielleicht auch mal ja, mehr ins Auge nehmen könnte. Und ja, auch die Zitate haben mir auf jeden Fall was gebracht. Wie gesagt, hätte ich aber mehr in die Geschichte eingebunden oder wirklich dann doch ein bisschen separater irgendwo in Buch hinten oder vorne mit reingepackt. Aber das war's noch nicht. Ich habe tatsächlich noch ein weiteres Buch aus meinen Vorsätzen 2022 gelesen. Somit habe ich schon zwei von fünf Büchern geschafft.
Ja, ich gebe zu, es waren die dünnsten von dem Stapel. Aber egal, das dunkle Wort von Sylvia Englert habe ich nämlich auch noch gelesen. Hierbei handelt es sich um High Fantasy, ein Einzelband, Fragezeichen. Jedenfalls noch Einzelband, wer weiß, es könnte tatsächlich auch noch eine Fortsetzung kommen. Es gab so kleine Hinweise, aber es ist relativ abgeschlossen. Das Buch ist sehr dünn. Es hat tatsächlich nur ja, knapp 400 Seiten und für High Fantasy, einem Einzelband, ist das sehr, sehr wenig. Und das war auch das, was mich sehr skeptisch gemacht hat, denn eigentlich braucht High Fantasy, also wo eine eigene Welt erschaffen wird mit eigenen Religionen, politischen Systemen, mit eigenen Vergangenheiten, Geschichten und so weiter und so fort, braucht das eigentlich so seine Seiten, bis das plausibel aufgebaut wird und zusätzlich noch eine spannende Story mit eingewebt wird. Aber insgesamt, muss ich sagen, hat mich dieses Buch wirklich sehr gut unterhalten und es gab viele innovative, tolle Ideen, die ich hier wirklich sehr genossen habe. Worum geht es? Es geht um das Reich Skaidar und das schwebt in größter Gefahr, denn es scheint in Kristall verwandelt zu werden. Irgendein Zauber wurde von einem feindlichen Reich gewebt, dass das Reich immer weiter zu Kristall wird. Und nichts kann diesen Vorgang aufhalten und alles, was damit in Berührung kommt, das stirbt. Es sieht zwar wunderschön aus, dass alles so in Kristall eingefroren ist, aber die Menschen und die Tiere, die damit in Berührung kommen, die überleben das nicht. Und jetzt werden natürlich die Magier des Reiches zusammengerufen, die mächtigsten Magier. Und ja, dazu gehört auch unser Protagonist, wie der heißt, Terwin. Genau, unser Protagonist Terwin wird hier auch rekrutiert. Allerdings hat er geschworen, nie wieder Magie zu praktizieren. Denn vor einigen Jahren, ich glaube vor 5 Jahren, ist etwas passiert, was er sich einfach nicht verzeihen kann. Er hat durch seine Magie jemanden, den er sehr, sehr liebt, umgebracht. Und das hat auch alle Welt erfahren und jeder hat nun Angst vor ihm. Man weiß aber auch, dass er sehr mächtig war und eben auch ja, der erste Magier und somit der oberste Magier des Königs war. Jetzt aber natürlich auch eine ja, selbst auferlegte Strafe und eben auch sehr, sehr abgesondert auf einem Berg lebt. Und jetzt bekommt er halt Besuch von einem Magier-Kameraden, den er damals selbst ausgebildet hat. Und der fragt ihn, ob er wieder zurückkommt an den Hof, damit sie zusammen in dieser Magier-Gilde, in diesem Magier-Kreis gegen diese Bedrohung ankämpfen. Ja, und er sagt dann zu, obwohl er nicht, es ist ihm nicht ganz so geheuer, tatsächlich wieder Magie zu weben nach den ganzen Jahren. Und jetzt wieder am Hof zu sein, das wirbelt natürlich wieder Gefühle auf. Und wir bekommen auch nach und nach, ja, so aus seinen Erinnerungen Rückblicke geschildert, wie es dazu kommen konnte, als er eben ja, in der Blüte seines Lebens stand, an der Macht seines Lebens als erster Magier des Königs und ja, als mächtigster Magier in dem Reich. Er war aber trotzdem nicht zufrieden, denn er hatte zwar schon alles erreicht, was man als Magier erreichen kann, aber er hat sich eben auch der dunklen Magie zugewandt. Nicht um irgendwas Böses damit zu machen, sondern einfach aus wissenschaftlicher Interesse. Und er hat nachgeforscht und nachgeforscht und das aber auch verschwiegen, weil er eben wusste, dass das einfach verpönt ist und ja, dass andere das nicht gutheißen würden, dass er sich dieser Magie zuwenden würde. Er findet auch eine Frau, die er liebt und mit der eine Zukunft aufbauen möchte, aber selbst sie kann ihn nicht davon abbringen, dass er einfach diese Faszination an der dunklen Magie hat und es wird immer gefährlicher und er wird dann irgendwann nicht nur sein Leben aufs Spiel setzen, sondern auch ihres beenden dadurch. Ja, also bekommen wir immer wieder Rückblicke. Man weiß, dass er sie dadurch verloren hat, aber was genau passiert ist, weiß man nicht. Das erfährt man dann erst nach und nach.
Und wir erleben jetzt, wie er wieder zurück an den Hof kommt, dann nach und nach bekannte Gesichter wieder trifft und er einfach hofft, dass sie ihn irgendwie immer noch wohlgesonnen sind, dass er immer noch Magie weben kann, dass es überhaupt klappt. Und ja, sein Schwur war wirklich sehr ernst gemeint gewesen, deswegen ist es sehr schwer für ihn, das wieder anzuwenden. Er wird natürlich auch sehr skeptisch beäugt und viele haben entweder Angst vor ihm oder lehnen ihn einfach komplett ab. Ja, auch alte Freunde trifft er und da hofft er natürlich, dass er diese Freundschaft nicht verloren, nicht verspielt hat. Das wird man dann sehen. Und man bekommt natürlich auch mit, wie jetzt politisch agiert wird, wie versucht wird, diese Gefahr zu beenden. Und dann haben wir aber noch zwei weitere Stränge. Wir haben zum einen eine Familie, eine junge Mutter mit einem kranken Kind. Und sie kommt eben auch auf Terwin zu. Da hat er noch auf dem Berg gelebt, zurückgezogen, mit seinem Schwur, nie wieder Magie zu weben. Und ja, lehnt auch ab, diesem Kind zu helfen, diesem kranken Kind, und sagt aber zu ihr, dass sie doch an den Königshof gehen soll und dort bei der Magierin um Rat fragen soll. Und er gibt ihr sogar auch noch einen Geleitbrief mit, ein Empfehlungsschreiben sozusagen. Und sie macht sich auf den Weg und wir erleben ihre Reise mit und wie sie denn eben ja durch diese Empfehlung zum Königshof zu gehen auch sich in Gefahr bringt und auch ihren Neffen, der mit ihr dabei ist. Und im dritten Strang lernen wir eine junge Händlerin kennen, die ihre Familie verloren hat. Sie hat aber den Händlerposten geerbt und möchte den auch wieder aufbauen. Sie ist Händlerin mit Leib und Seele. Sie ist nicht nur vor Ort, treibt dort ein Kaufhaus und wo sie dann eben auch magische Gegenstände verkauft, sondern sie geht halt auch in die verschiedensten angrenzenden Ländern, um dort ja, andere Waren zu erstehen. Und jetzt beobachtet sie etwas sehr, sehr Seltsames. Zwei zwielichtige Gestalten, die miteinander reden in einer unbekannten Sprache und die etwas Seltsames in den See werfen, wo sie gerade gebadet hat. Und sie ist jetzt drauf und dran, jemandem etwas davon zu erzählen, weil sie einfach merkt, da stimmt irgendwas nicht. Das scheint vielleicht irgendwas damit zu tun zu haben mit dieser Bedrohung. Aber niemand nimmt sie ernst und sie findet einfach keinen Magier, der ihr das einfach glaubt oder der diese Nachricht weitergeben möchte. Und so macht sie sich eben auch auf zum Mittelpunkt der Macht und trifft dann vielleicht irgendwann auch auf die anderen Protagonisten. Ja, ich muss sagen, dass ich den einen Strang mit dieser Mutter und ihrem Kind nicht gebraucht hätte, weil der bringt überhaupt nicht die Handlung voran. Also ich verstehe es nicht ganz, warum wir das mitbekommen haben, weil für diese wenigen Seiten dann auch noch im Grunde vier Stränge mit dieser Vergangenheit von Terwin sind es ja vier Stränge, die hier durchwechseln, ist fast schon ein bisschen viel. Und dann hätte ich lieber ein bisschen mehr von den anderen Figuren erfahren. Die Händlerin fand ich großartig, die mochte ich sehr, sehr gerne, sehr sympathisch. Hat viele Verletzlichkeiten, ist aber sehr bunt gekleidet, sehr lebensfroh und irgendwie auch selbstbewusst und liebt eben ihren Beruf, was ich toll finde. Und sie hat auch noch einen Gefährten an ihrer Seite, und zwar ist das ein Zwergdrache, den sie bei ihren ja, Händlerausflügen kennengelernt hat und der eben ja, entschieden hat, bei ihr zu bleiben. Und die haben eben eine Freundschaft aufgebaut, können miteinander kommunizieren. Er ist auch erst ja nur so groß wie ein Hund, geht bis zum Knie, aber er hilft ihr bei brenzligen Situationen immer wieder. Und die beiden ja, reisen eben durchs Land. Das mochte ich sehr, sehr gerne an ihr. Und Terwin mochte ich auch sehr gerne. Eine sehr, sehr gequälte Seele, aber eben auch ein sehr mächtiger Mann. Und ein sehr, ja, wissensdurstiger Mann. Und man lernt es so ein bisschen zu verstehen, warum er so hinter dieser dunklen Magie, hinter dem dunklen Wort her ist. Und auch das Magiesystem hat mir wirklich hier große Freude gemacht, weil ich das, ja, es war jetzt nicht, wow, das war total neu, aber es war etwas, was mich interessiert hat. Es gibt nämlich sieben Ströme. Und aus diesem Strom kann man sich eben Energie, Magie ziehen. Und je nachdem, welche Höhe der Ströme man aushalten kann,
hat man eben als Magier verschiedentlich Macht. Also wenn du in den Strom 1 eintauchen kannst und die Ströme haben eben verschiedene Namen, dann kannst du nur ganz, ganz kleine Zauber vollbringen. Aber je höher die Ströme werden, desto kräftiger und energievoller werden die Ströme und desto reißender wären auch die Ströme. Also so muss man sich das dann immer vorstellen, wenn das so ein reißender Fluss ist und du da drin stehst, musst du eben gegen ankämpfen, davon gespült zu werden. Weil wenn du das machst, dann kannst du eben auch in den Wahnsinn abgleiten oder deine eigene Lebensenergie verlieren dadurch. Aber wenn du dagegen ankommst und dann auch noch Energie rausziehen kannst aus dem sechsten, siebten Strom, dann bist du unglaublich mächtig. Und Tevin ist eben seit sehr, sehr vielen Jahrzehnten der erste Magier, der den siebten Strom gemeistert hat. Und deswegen hat er auch sieben Streifen am Handgelenk, die dann eben magisch hier in die Haut eingefügt werden. Und so kann man eben auch erkennen, welche Stufe die Magier jeweils haben. Und ich fand auch interessant, wie diese Magiergilde aufgebaut war. Denn jeder Magier in dieser Gilde übernimmt einen bestimmten Job. Ob du der Kopf bist, ob du das Rückgrat bist, ob du das Herz bist. Und jeder, wenn die dann eben kämpfen oder ihre Magie ausüben, dann hat jeder einen bestimmten Zweck. Also wie gesagt, es waren ganz, ganz viele tolle Ideen. Auch das Reich selbst, das Orchideenreich Skyda. Also Orchideen spielen hier eine ganz, ganz große Rolle. Es ist so ein bisschen asiatisch, aber auch irgendwie südamerikanisch, weil es in einem Dschungel spielt und sehr, sehr heiß ist. Also wenn ihr im Winter jetzt nichts Heißes lesen wollt, dann ja, lest es vielleicht lieber im Sommer oder im Frühling. Und auch Orchideen haben hier magische Fähigkeiten. Je nachdem, was für Blüten du isst, haben sie für kurze Zeit eben eine Fähigkeit, die dann übertragen werden auf dich. Also ob du zum Beispiel mehr Geduld hast in dieser Stunde oder ob du mehr Willenskraft hast oder dich mehr zusammenreißen kannst. Und immer wenn du volljährig wirst, bekommst du halt eine Orchidee geschenkt, die du Zeit deines Lebens pflegen musst, irgendwo einpflanzt und ab und zu dir dann mal so eine Blüte abzupfst. Und ja, es wird dann von irgendjemand passend erwählt, was für eine Orchidee du bekommst. Es gibt aber auch wilde Orchideenwälder, und das stelle ich mir so unglaublich schön vor, Orchideenbäume, Orchideenwälder, die darf man aber nicht anrühren. Die sind heilig quasi und die geben aber auch besondere Fähigkeiten ab. Es gibt Pegasus, es gibt auch Drachen, also auch große Wasserdrachen, die im Fluss, im Meer leben, die von Tervin hinauf beschworen werden und auch er kann mit ihnen irgendwie kommunizieren. Das hat mir natürlich auch unglaublich gut gefallen. Ja, und so fand ich die Welt und die Magie wirklich sehr, sehr gut. Die Handlung an sich fand ich dann wiederum nicht so spannend. Ich finde zum Beispiel, dass die Antagonisten, die hier vorgekommen sind, total blass geblieben sind. Deren Motive und deren Gedanken, ja, sie waren dann halt einfach da und irgendwie böse und machtgierig. Das reicht mir dann irgendwie immer nicht. Und auch dieses Politische, dieses Strategische in den Krieg ziehen. Gut, viel Kampf und viel Krieg war jetzt hier Gott sei Dank nicht. Aber halt eben, wie halten wir diese Magie auf und Intrigen spinnen und so weiter. Ja, das fand ich dann nicht ganz so spannend. Aber dadurch, dass das Buch eben nur so kurz war, waren auch diese Szenen immer recht kurz. Ich habe, wie gesagt, das Setting genossen und das Magiesystem. Muss aber auch sagen, dass, weil es eben so kurz war, eben auch das Magiesystem und auch die Welt und auch die Figuren so ein bisschen drunter gelitten haben. Also meinetwegen hätte dieses Buch gerne 200, 300 Seiten mehr haben können. Aber ich glaube, dass das Buch gut geeignet ist für Fantasy-Einsteiger, die mal auch mal High Fantasy lesen möchten, die aber nicht so ein ausuferndes Magiesystem und Weltenaufbau brauchen oder möchten, weil das für sie zu komplex ist. Und das ist eben ein sehr unterhaltsames Buch mit vielen schönen Ideen, auch diese ganzen magischen Gegenstände, die hier eben vorkommen. Ja, es gibt so einen kleinen Hinweis darauf, dass das Buch vielleicht noch fortgesetzt werden könnte, denn es wird von einem weiteren großen, mächtigen
gesprochen, der irgendwie scheinbar auch mit der dunklen Magie hier angebandelt hat. Das konnte Terwin spüren, aber er konnte nicht sagen, wer es war. Und das wird bis zum Schluss nicht aufgelöst. Und somit ist eigentlich ein Hinweis gelegt, dass das Buch doch kein Einzelband ist, sondern der Beginn einer Reihe. Und somit wäre es natürlich auch möglich, auch die Welt und das Magiesystem noch ein bisschen auszubauen. Obwohl ich es natürlich auch mal erfrischend finde, wenn ein Buch abgeschlossen und ab und rund ist in sich und mal ein Einzelband in der Fantasy einfach mal erfrischend ist. Also ich fand auf jeden Fall, es war überraschend unterhaltsam und innovativ dafür, dass es eben so wenige Seiten hatte. Aber die Story und die Handlung an sich und das Ende, stimmt, das Ende fand ich sehr kitschig. Das Ende fand ich wirklich sehr, sehr kitschig. Das war mir ein bisschen zu drüber. Aber insgesamt hat es mich überrascht und sehr gut unterhalten. Und ich bin froh, dass ich es jetzt endlich gelesen habe. Und jetzt kommen wir zu meinem überraschenden Monatshighlight. Die Geheimnisse von Briar Hill von Megan Shepherd ist ein Kinderbuch, aber ich finde, man kann das sehr, sehr gut auch als Erwachsener oder schon älterer Jugendlicher lesen, denn es ist ein Thema, was uns, glaube ich, alle bewegt und auch sehr tiefgründig ist und auch unterschiedlich interpretierbar auf den unterschiedlichen intellektuellen Ebenen, wie ich finde. Ja, es spielt während des Zweiten Weltkriegs in einem Kinderheim bzw. eine Kinderkrankenstätte. Ein Gutshaus wird halt eben von den Besitzern bereitgestellt, dass Kinder sich dort aufhalten können, die an einer Krankheit erkrankt sind und isoliert werden müssen, weil es eben sehr, sehr ansteckend ist. Die Kinder sind isoliert auch von ihren Familien, wenn sie überhaupt noch Familien haben, die mittlerweile im Krieg vielleicht umgekommen sind. Genauso ist es bei unserer Protagonistin. Auch sie ist dort untergekommen, auch sie ist erkrankt, allerdings noch nicht so bettlägerig wie viele andere, unter anderem auch ihre beste Freundin dort, denn die ist zwar ein bisschen älter, aber sie scheint irgendwie die Einzige zu sein, die sie so versteht. Mit den anderen Kindern kommt sie irgendwie nicht so gut klar, denn ihre Freundin Anna, die ist schon sehr krank, hustet immer schon sehr viel und sie darf auch ihr Bett eigentlich nie verlassen. Sie zeichnet aber sehr, sehr gerne und weil sie wirklich sehr, sehr lieb ist, lässt sie auch unsere Protagonistin Emmeline mit den Stiften zeichnen, obwohl das ihre größten Schätze sind, diese bunten Stifte. Ja, und unsere Protagonistin Emmeline, die zeichnet am liebsten geflügelte Pferde, denn sie sieht diese Pferde in den Spiegeln dieses Hauses. Überall stehen diese geflügelten Pferde und sie weiß nicht, was das zu bedeuten hat und auch niemand anders sieht diese geflügelten Pferde. Sie ist natürlich total fasziniert, keiner will ihr so richtig glauben und sie gilt auch unter den Kindern dort eher als sehr verschroben und etwas seltsam und deswegen zieht sie sich auch sehr zurück und wenn, dann ist sie immer nur bei Anna, aber Anna ist wie gesagt sehr krank. Und sie ist so die Einzige, die ihr zuhört und auch von den Pferden berichten lässt. Und auch wenn man nicht ganz genau weiß, ob sie ihr Glauben schenkt. Ja, es ist alles ein sehr, sehr strenger Alltag, geführt von den Nonnen, die sie dort betreuen. Und Emmeline ist auch oft draußen im Garten. Es ist sehr verschneit im Moment und sie wandert dort herum. Es gibt dort auch ein Heckenlabyrinth, was sie eigentlich nicht betreten dürfen, aber sie macht es einfach. Und eines Tages entdeckt sie dort ein geflügeltes Pferd. Und diesmal nicht im Spiegel, sondern in ihrer realen Welt. Dieses weiße geflügelte Pferd ist allerdings verletzt. Und sie bekommt die Aufgabe von dem mysteriösen Hüter der Pferde, dass sie dieses Pferd gesund machen soll. Und zwar soll sie bestimmte Aufgaben erfüllen und Dinge zusammensuchen, die dieses Pferd wieder gesund machen. Ja, und so macht sie sich immer wieder auf die Suche nach diesen Dingen, die dieses Pferd gesund machen sollen und besucht natürlich auch dieses Pferd immer wieder, weil es dort alleine ist und klaut immer mal wieder einen Apfel. Sie kann aber nicht so ganz das Geheimnis für sich behalten. Immer mal wieder
versucht sie es jemandem anzuvertrauen, doch meistens wird sie dafür verspottet, aber nicht von dem Hausmeister, dem jungen Hausmeister, der, ja, um dem ranken sich auch immer ganz unheimliche Geschichten, denn die Kinder erzählen sich immer, dass er ja, ein sehr böser Mann ist und ein sehr, sehr, ja, ein sehr unheimlicher und gefährlicher Mann ist. Er hat nur noch einen Arm, deswegen ist er nicht in, ja, in den Krieg gezogen. Und er macht halt dort aber alle körperlichen Aufgaben und kümmert sich eben um die Schafe auch ringsherum. Aber Emmeline freundet sich mit ihm an, weil er ist der Einzige, der sagt, er kann diese Pferde auch sehen. Und es kommt aber auch eine Bedrohung. Es kommt eine sehr, sehr düstere Macht, die das Ganze auch noch zeitkritisch macht. Denn sie muss bis zu einem bestimmten Zeitpunkt diese Dinge zusammengesammelt haben. Und es kommen dann aber auch in der Realität immer wieder sehr, sehr tragische Momente, die Emmeline verkraften muss. Und sie selbst ist eben auch nicht vollkommen gesund. Und das zieht ihr immer wieder einen Strich durch die Rechnung, was das Ganze sehr, sehr dramatisch macht. Und auch erfahren wir, dass ihre Vergangenheit problematisch war und sie dort auch einiges verdrängt hat oder einiges erlebt hat, was natürlich auch ihr, ja, ihr jetziges Leben beeinflusst hat. Ich bin in die Geschichte sehr gut reingekommen und habe es auch wirklich sehr gerne gelesen. Und ich als Pferdemädchen habe natürlich auch diese Idee mit den geflügelten Pferden in den Spiegeln wunderbar gefunden. Natürlich war mir auch bewusst, dass das Ganze sehr symbolisch ist und man vielleicht hier eine Fabel hat und die irgendwie übertragbar auf was ist, natürlich auch mit dem Krieg zu tun hat. Ich finde, man bekommt hier sehr gut mit, wie hier die Kinder unter dem Krieg leiden. Und die Autorin hat das großartig gemacht, auch stilistisch mit ihrem Schreibstil, mit ihrer Wortwahl, den Krieg, obwohl der nicht vor Ort aktiv war, sondern natürlich woanders ausgefochten wurde, immer wieder ins Blickfeld zu rücken. Und zwar hat sie immer Floskeln verwendet oder Vergleiche verwendet, die auf den Krieg hinweisen. Zum Beispiel ist Emmeline irgendwie hat sich rausgeschlichen und musste kriechen und da wurde dann etwas vom Schützengraben gesagt oder sie hat ein lautes Geräusch gehört, vielleicht auch mal ein Unwetter, das beschrieben wurde oder aufgekommen ist und das wurde dann verglichen mit Flugzeugen, die über das Gebäude, über das Haus hinweg fliegen und mit lauten, dröhnenden Geräuschen, sehr, sehr bedrohlichen Geräuschen das Ganze noch atmosphärisch machen. Ja, und es wurden immer wieder diese kriegerischen Kriegsvergleiche gezogen, die eben auch den Krieg in dieses Haus, in diesen Alltag der Kinder mit hineingebracht worden ist. Es hatte eine sehr melancholische Stimmung, denn ja, wir wissen halt eben, dass diese Kinder krank sind und immer wieder krank, kränker werden und das sehr plötzlich kommen kann, dass auch vielleicht mal ein Kind verstirbt, neue Kinder hinzukommen, die auch ihr eigenes Schicksal mitbringen, natürlich auch die Angestellten dort ihr Schicksal haben. Und sie alle natürlich ihre Familie und ihr Zuhause vermissen und hoffen irgendwann, ja, dort wieder zurückzukommen, vielleicht dann irgendwann gesund zu werden, genauso wie auch Emmeline. Es geht eben auch sehr viel um Einsamkeit, aber auch um Hoffnung, dass irgendwann alles wieder gut wird. Es geht natürlich viel um Trauer und um Verlust, aber auch um Tod und um Leben. Also immer wieder diese Gegensätze. Wir haben es auch bei den Pferden, dass wir weiße Pferde, schwarze Pferde haben. Dass wir ganz viel Hoffnung haben, dass wir viel, viel dunkle, graue Farben haben, aber dann im Gegensatz dazu diese bunten Stifte, diese bunten Dinge, die nach denen Emmeline Ausschau hält. Und natürlich hat das sehr, sehr viel Symbolkraft und man weiß, da steckt unglaublich viel mehr dahinter als einfach nur irgendwelche Stifte oder bunten Farben, sondern natürlich auch die Lebensfreude, die Emmeline und die anderen Kinder ja so ein bisschen verloren geht oder auf die sie immer wieder auf der Suche sind. Natürlich auch um Fantasie und um Verarbeitung von gewissen Dingen. Und als Leser müssen wir dann am Schluss entscheiden, ob diese Pferde real sind oder eben nicht. Das Ende ist laut der Autoren im Nachwort verschieden interpretierbar. Für mich war es Gott sei Dank sehr klar. Also ich verstehe schon, dass man das unterschiedlich interpretieren kann, aber wie ich es interpretiert habe, was diese Pferde bedeuten,
Und was die Pferde für Emmeline bedeuten, war es für mich relativ klar, was passiert ist. Da bin ich sehr glücklich, weil ich von offenen Enden ja manchmal ein bisschen enttäuscht bin, wenn ich nicht so richtig erfahre, was hier eigentlich Phase ist und Sache ist. Aber hier fand ich die Interpretation, die ich gewählt habe, sehr passend. Es hätte auch anders ausgehen können. Und es ist unglaublich emotional. Also es hat relativ leicht und schön und melancholisch angefangen, aber die Emotionalität, die Trauer, die depressiven Phasen und aber immer wieder diese warmen Momente, die hier durchblicken, die sind immer intensiver geworden. Und ich habe wirklich auch sehr viele Tränen vergossen. Ich habe das Buch auch, ich glaube, in 2 Tagen durchgelesen und dann in der Nacht das Ende durchgezogen. Man ist vielleicht in der Nacht noch ein bisschen emotionaler, ich weiß es nicht, aber das hat mich wirklich hart getroffen. Ich finde, es ist vergleichbar mit 7 Minuten nach Mitternacht, nur dass hier eben nicht so diese düsteren Horrorelemente genutzt werden, sondern andere fantastische Elemente, um das Ganze noch bildhafter und fantastischer ins Licht zu rücken. Also fantastischer im Sinne von übernatürlich und nicht im Sinne von wunderbar, weil es natürlich insgesamt auch eine sehr tragische, melancholische Stimmung hat, Gott sei Dank eben auch immer wieder Lichtblicke gibt und eine ganz, ganz tolle Aussage hat. Ich fand es gut, dass die Autorin hier ihr in ihrem Nachwort so ein bisschen einiges erklärt hat. Als Erwachsener hätte man es vielleicht nicht alles gebraucht, aber gerade Jugendliche oder Kinder finde ich es ganz gut, wenn man nicht so alleingelassen wird, wenn man es vielleicht alleine liest und dann einiges noch erfahren möchte. Und dann fand ich das ganz gut, dass die Autorin einen da so ein bisschen an die Hand genommen hat und einiges erklärt hat. Wie gesagt, alles hätte ich als Erwachsener nicht gebraucht. Die verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten zum Beispiel haben mir für mich selbst, habe ich halt eben für mich selbst herausgefunden. Ja, natürlich als Pferdemädchen habe ich diese Idee sehr genossen, aber ich finde nicht, dass es ein typisches Pferdebuch hier ist, sondern die Pferde einfach nur genutzt werden. Etwas Schönes, etwas Wunderbares an einem Ort der Trauer, der depressiven Phasen, der Melancholie, des Krieges, etwas Schönes heraufzubeschwören, etwas Wunderbares, etwas Fantastisches. Also man muss kein Pferdefan sein, um dieses Buch genießen zu können. Aber natürlich ist der Aspekt, macht das Ganze vielleicht noch schöner, wenn man ein Pferdefan ist. Ein ganz, ganz tolles Highlight in diesem Monat, womit ich nicht gerechnet habe, dass das mich so sehr begeistert. Ich glaube, dass ich mir das nochmal in der englischen Variante kaufen werde. Ich finde zwar diese Variante auch sehr hübsch und finde es auch sehr passend in diesem Schwarz-Weiß. Es gibt aber eben eine englische Variante, die nochmal illustriert ist und eine englische Schmuckausgabe. Mal gucken, ob ich mir die auch nochmal anschaffe, weil das ist leider nicht illustriert. Und mal schauen. Auf jeden Fall ein Highlight. Und dann kommen wir jetzt zum letzten Buch, das ich beendet habe im Monat Januar. Und zwar ist das dieser Horrorroman Echo von Thomas Olde Heufeld. Manche Dinge sind schlimmer als der Tod. Ja, man sieht schon am Cover, auch hier haben wir es mit einer eisigen Atmosphäre zu tun. Und wir haben hier wieder ein Bergsteiger-Abenteuer, aber diesmal eben ein Roman mit fantastischen Horrorelementen und da habe ich mich schon sehr drauf gefreut. Auch wenn ich einige kritische Stimmen vorher gehört habe, wollte ich es jetzt endlich wissen und ich bin auch froh, dass ich neben diesen ganzen dünnen Büchern oder eher normal moderaten Seitenstärken auch mal einen schönen dicken Klopper gelesen habe. Das waren jetzt 700, ja, 720 Seiten. Den Vorgänger von Thomas Olde Heufeld habe ich nicht gelesen, Hex, da waren ja viele begeistert von, aber dieses Thema hat mich einfach so angesprochen, dass ich es unbedingt lesen wollte und jetzt auch noch im Winter lesen wollte. Es geht um ein Pärchen, Nick und Sam, und die beiden sind sehr, sehr glücklich. Sie leben in der Niederlande
und sind jetzt mittlerweile auch, ich glaube, über 3 Jahre zusammen. Aber Nick hat eben eine große Leidenschaft, und zwar ist es das Bergsteigen. Sam kann damit überhaupt nichts anfangen, hat auch ein traumatisches Erlebnis aus der Vergangenheit, weswegen er die Bergwelt einfach nicht leiden kann, was er Nick noch nicht erzählt hat. Aber Nick ist einfach so fasziniert und er hat einen Kletterpartner gefunden, mit dem er jetzt in den Alpen wieder klettern geht. Und sie haben auch schon einen Gipfel bestiegen und kommen runter und entdecken einen Berg, der sie so fasziniert und so unbekannt ist und sich zwischen den anderen Gipfeln so versteckt hat, dass sie einfach beschließen, ihren Plan zu ändern und diesen Berg zu besteigen. Sie finden allerdings kaum irgendwas im Internet oder auf Informationsseiten über diese Route und machen sich aber trotzdem auf, um dort einen Weg hinzufinden. Ja, und auf diesem Berg passiert es leider, dass sein Kletterpartner Augustin ums Leben kommt und Nick wird sehr, sehr stark entstellt. Also er im Gesicht passiert etwas mit ihm und er landet eben im Krankenhaus und muss operiert werden und ist jetzt sehr entstellt im Gesicht, trägt einen Verband drumherum, hat aber überlebt und wird auch geistig, so die Ärzte, keinen Schaden davon tragen. Ja, und Sam macht sich jetzt eben auf den Weg zu ihm und ist natürlich unglaublich besorgt, aber es quälen ihn auch unglaubliche Gedanken und Gefühle, die er eigentlich nicht haben möchte. Denn es geht natürlich auch viel darum, kann man jemanden immer noch lieben und schätzen und mit ihm eine Beziehung führen, wenn er so entstellt ist, wenn sein Gesicht, das vorher wunderschön war in seinen Augen, jetzt so vernarbt und ja scheinbar seine gesamte Wange aufgerissen, man kann seine Zähne sehen, es wurde zwar Haut drüber genäht und von seinen Armen oder von seinen Beinen, ich weiß es nicht mehr genau, aber es sieht natürlich jetzt aus wie ein Monster. Und genauso auch Nicks Gefühle erfahren wir, dass er sich natürlich schämt und er, ja, ob er damit klarkommen kann, dass er jetzt so aussieht. Und scheinbar ist es aber nicht damit getan, sondern er fühlt sich irgendwie verändert. Und Sam spürt auch eine Veränderung an Nick, denn irgendwie, ja, scheint er eine gewisse Wirkung auf Personen zu haben. Immer wenn man ja, in seiner Nähe ist, dann wird einem schwindelig, dann bekommt man Kopfschmerzen, man spürt irgendwie, dass ob man, ja, als ob man fällt. Und diese Wirkung, die ist halt eben auch sehr bedrohlich. Und Nick hat des Öfteren auch mal Blackouts und kann sich nicht erinnern, was in der letzten Zeit passiert ist. Und natürlich wirkt er auch sehr depressiv und nicht mehr sehr lebensfroh, was man natürlich aber auch mit seinen psychischen Problemen jetzt verbindet, diesen Trauma. Und irgendwas scheint da oben am Berg passiert zu sein, was ihn immer noch beschäftigt. Er hat es aufgeschrieben in ein Manuskript und das hat er seinen Partner Sam überreicht und gesagt, bitte lies es. Aber er glaubt nicht so richtig daran, was er dort aufgeschrieben hat. Er glaubt, dass es irgendwie eine Verdrängungstaktik ist und dass dort irgendwas vorgefallen ist. Ja, wo er sich schuldig fühlt, wahrscheinlich auch am Tod des Kletterpartners und dass diese Schuldgefühle ihn immer noch quälen. Sie versuchen jetzt einen Alltag wieder aufzubauen, aber es funktioniert einfach nicht und es passieren immer seltsame Sachen. Nick zieht sich zurück in den Keller, möchte nur noch im Dunkeln sein, möchte den Verband nicht abnehmen und ja, benimmt sich wirklich sehr, sehr unheimlich. Sam hat Angst vor ihm, obwohl er das nicht möchte. Er ist auch sehr befangen. Und auch die Leidenschaft und die Liebe zwischen ihnen, die ja, Zärtlichkeiten, die sie sonst immer ausgetauscht haben, die verschwinden total, was es natürlich sehr schwierig macht. Und es geschehen immer sehr unheimliche, übernatürliche Sachen in seiner Umgebung. Und sie wollen herausfinden, was passiert ist. Und sie kehren dann irgendwann wieder an den Tatort, den Alpen, zurück, um mehr herauszufinden über diesen Berg. Weil der Berg scheint irgendwie eine Wirkung auf Nick gehabt zu haben und immer noch zu haben. Und da möchten sie mehr erfahren. Ja, das Buch wird eben abwechselnd aus der Sicht von Nick und von Sam berichtet. Und dadurch lernen wir halt auch viel mehr über deren Beziehungen. Und wir haben aber auch das Manuskript von Nick,
was hier immer mal wieder eingestreut wird. Ich glaube, es gibt 5 Teile, die immer verteilt in den Buch gestreut werden, und man erfährt dann immer, was Nick eben für Sam aufgeschrieben hat, was am Berg passiert ist, woran er sich erinnern kann. Und das ist der Teil, der mich eigentlich am meisten interessiert hat und der leider am kürzesten gekommen ist, direkt am Berg, was dort vorgefallen ist. Und diese Bergatmosphäre, dieses Bergsteigen, diese Faszination, aber auch dieser Sog dieses Berges, das fand ich richtig, richtig gut gemacht. Und auch der Prolog, den fand ich so unheimlich. Das war aus der Sicht der Schwester von Sam. Und da haben wir wirklich nur so ein paar Einschübe von ihr. Also sie ist jetzt keine Protagonistin, aber das war unglaublich unheimlich. Da wurde im Grunde schon ja, ein Moment, der sehr weit hinten im Buch vorkommt, geschildert. Sozusagen eine Vorausschau gemacht. Und das war sehr unheimlich. Da habe ich ja wirklich gruselige Momente erlebt, Gänsehautmomente, und auch immer wieder zwischendurch im Buch hatte ich diese gruseligen Momente, die der Autor wirklich großartig hervorgerufen hat. Leider waren sie nicht sehr, sehr oft. Und ich fand auch, dass das Buch viele Längen hatte. Man hätte es durchaus kürzen können, finde ich. Aber was es eben noch kritischer macht, ist die Erzählstruktur, wie das Buch erzählt wurde und die Schreibweise. Das sind für mich die größten Kritikpunkte in diesem Buch, denn ich fand es sehr chaotisch aufgebaut. Also es gab immer wieder dieses Foreshadowing, also diese Vorschau. Es gab immer wieder so Sätze wie, ja, da hat er noch nicht gewusst, wie falsch er lag. Oder es gibt halt Beschreibungen in der Zukunft, wie er sich dort gefühlt hat, was dort passiert ist, und dann aber wieder zurück in der Vergangenheit, wie er überhaupt zu diesem Moment gekommen ist. Und das fand ich so chaotisch aufgebaut, dass man manchmal gar nicht wusste, hey, wo bin ich jetzt eigentlich? Ich dachte, ich sitze im Auto und jetzt sind wir im Flugzeug, oder ich dachte, wir wären in der Niederlande und jetzt sind wir aber in den USA. Und ja, das fand ich leider sehr chaotisch. Wenn man es besser ein bisschen mehr strukturiert hätte, dann wäre auch, finde ich, der Spannungsbogen viel mehr da gewesen. So ist es immer wieder hoch und dann wieder abgeflacht. Dann gab es wieder einen Zeitsprung und dann sind wir wieder zurück und dann wieder vor. Da ist man irgendwie immer wieder so rausgerissen gewesen. Immer wenn es dann so richtig spannend wurde und ich wieder total mitgerissen wurde von dem Buch und ich wieder so einen Wow-Effekt hatte, richtig Spaß hatte, bin ich durch diese chaotische Erzählweise immer wieder rausgekommen. Das fand ich sehr schade. Und dann eben der zweite Kritikpunkt, die Schreibweise. Also was ich ja immer gut finde, ist, wenn zwei verschiedene Protagonisten auch eine unterschiedliche Erzählweise haben. So war das hier auch. Nick hat immer aus der Ich-Perspektive berichtet und er hat eben auch so Tagebuch geführt und deswegen war es auch relativ kurz und knappe Sätze drin. Und Sam, der hat immer in der zweiten Perspektive berichtet. Also er hat sich selbst immer mit du angesprochen. Also immer so, ja, da warst du ganz schön überrascht. Und ich war erst immer so irritiert. Ich dachte nämlich, dass er vielleicht Nick anspricht oder den Leser anspricht. Aber das hat irgendwie nicht so richtig Sinn gemacht. Ich dachte, gut, vielleicht gibt es am Ende noch mal eine Wendung und dann wird berichtet, an wen er sich hier wendet, aber es war er selbst. Also man führt ja manchmal so Selbstgespräche in seinem Kopf und das macht auch Sinn, aber hier war das mir irgendwie zu oft und das war irgendwie sehr seltsam, wie das hier erzählt wurde. Dann ist Sam eben eigentlich Amerikaner und somit hat er auch sehr viele englische Begriffe mit eingebaut, was natürlich einerseits authentisch ist, aber andererseits, es war mir viel zu viel. Also englische Begriffe waren in jedem dritten Satz und nee, das hat mich manchmal sehr genervt. Und was mich auch genervt hat, dass hier sehr viele Floskeln, Begrifflichkeiten, Insider wiederholt worden sind.
immer wieder Begriffe wiederholt worden sind. Ja, wir haben es verstanden und es wurde auch immer wieder auf Situationen oder auf Erlebnisse zurückgegriffen und wieder das Ganze neu, und das hätte man ganz gut kürzen können, diese ganzen Wiederholungen, die inhaltlich gekommen sind, also auch erzählerisch immer wieder aufgetaucht sind, aber auch im Schreibstil, Begrifflichkeiten. Wir haben es verstanden. Und manchmal habe ich es auch nicht verstanden. Also die ganzen verschiedenen englischen Begriffe, die eingeworfen worden sind. Und es war eben sehr umgangssprachlich, wie man vielleicht so denkt. Und manchmal bin ich bei den Gedanken auch nicht so ganz mitbekommen, muss ich ehrlich sagen. Was ich auch kritisch gesehen habe, leider, ist eben der Spannungsbogen. Das habe ich ja schon gesagt. Durch diese ganze chaotische Erzählweise ist der Spannungsbogen nicht so richtig rund gewesen. Und auch der, ja, der Endspurt. Am Ende hat man ja eigentlich so einen Sog und dann merkt man, wie die Spannung immer mehr steigt und die Bedrohung immer mehr bedrohlicher wird. Und das hatte ich hier irgendwie nicht. Ich hatte immer so Peaks, immer so Spitzen, wo es, wow, jetzt wird es hier gerade spannend, jetzt wird es gerade spannend, jetzt reißt mich das wieder so mit. Und dann wurde es wieder, kam wieder ein Tal und am Ende hatte ich irgendwie gar nicht das Gefühl, ja, jetzt geht's richtig los. Das Ende war nämlich sehr, sehr esoterisch, sehr psychedelisch, sehr transzendent. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Es war, ich konnte es nicht richtig nachvollziehen. Ich kann bis heute nicht sagen, was ist da jetzt mit Nick eigentlich genau passiert und Sam? Was haben die da gerade gemacht? Also es war irgendwas Übersinnliches und das ist ja auch okay, weil es ist ja nun mal ein Horrorbuch und es hat übersinnliche Einschübe. Aber das, was am Ende passiert ist, ein Erlebnis, was ich einfach sehr, sehr schwurblerisch fand und ja, ich einfach nicht mehr verstehen konnte, was genau da passiert ist. Das hat leider dazu geführt, dass ich dem Buch dann doch nur 3 Sterne gegeben habe, weil ich war beim Lesen immer wieder hin und her. Ich hatte Momente, wo ich so mitgerissen war, boah, das ist ein 4-Sterne-Buch, das bringt mir Spaß, finde ich ein cooles Setting, finde ich ein sehr, sehr unheimliches Thema, dann auch noch tiefgründig, weil die Figuren hier sehr gut ausgearbeitet worden sind, weil sich um die Figuren und deren Gefühle und deren Ängste wirklich viel gekümmert worden ist. Und dann gab es wieder diese ganzen Wiederholungen, diese Schreibweise, die mich genervt hat und dann eben noch das Ende und das hat dann dazu geführt, dass ich dann doch eher in Richtung 3 Sterne tendiere. Es ist wieder so ein 3-Sterne-Buch, was bei weitem nicht durchschnittlich ist, sondern wo ich einfach zwiegespalten bin, weil es einfach großartige Elemente gibt und dann aber auch Sachen, die mich einfach zu sehr genervt haben. Also auf der Plusseite sind eben die Personen, das Setting, dieses Bergsetting, die aber auch diese Überlegungen abseits von diesem Horror, sondern auch einfach bei, was passiert eigentlich in einem Kopf, wenn man so etwas überlebt oder was passiert mit der Beziehung zwischen 2 Menschen, wenn jemand sowas erlebt und so entstellt ist, fand ich sehr, sehr authentisch. Und natürlich gibt es immer Leute, ja, ich liebe dich ja nur, nicht nur wegen des Äußeren, aber ich fand es hier sehr, sehr glaubhaft, dass man doch solche Gedanken hat. Und es ging eben auch viel um deren Beziehung und das hat mich in diesem Fall nicht gestört, sondern im Gegenteil, man hat einfach deren Verbindung gemerkt und hat mitbekommen, wie sie sich kennengelernt haben. Und das fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Ich fand es auch toll, wie hier die Legenden in den Bergen eine Rolle gespielt haben, wie sie denn recherchiert haben. Und sowas mag ich ja mal gerne. Aber letztendlich habe ich nicht verstanden, und was dann leider noch ein nächster Kritikpunkt ist, was eigentlich jetzt das Motiv war der bösen Macht. Warum der Berg jetzt so einen Sog ausgeübt hat. Der Ort war jetzt einfach böse. Also, und das finde ich keine gute Erklärung. Es gibt, wie gesagt, Legenden, aber keine Andeutung, warum der Berg jetzt so ein große, ja, was er mit Nick vorhatte, warum er so besessen von ihm war und warum, ja, wieso, weshalb und was für ein Motiv. Warum war der jetzt so böse? Warum gerade dieser Berg? Man hätte daraus doch ein bisschen was machen können. Man musste es ja nicht ins Kleinste erklären, aber so irgendwie so ein gewisses Motiv oder einen gewissen Handlungsrahmen oder wenn man dem Berg schon so eine Seele gibt oder so eine Wirkung,
dann hätte ich gerne auch so ein kleines bisschen Erklärung. Ja, vielleicht war es das ja am Ende, aber das, was ich nicht verstanden habe, ja, kann natürlich sein. Ja, also da hatte ich viel zu sprechen, weil ich eben viel widersprüchliche Gefühle für dieses Buch jetzt hege. Auch jetzt, wenn ich es in den Händen halte, ich hatte, wie gesagt, echt Spaß mit diesem Buch und auch gruselige Momente und fühle mich den Figuren auch sehr nahe. Aber es sind halt einfach auch sehr, sehr viele kritische Punkte. Und ich habe halt von anderen auch gehört, dass sie mit diesem, mit dieser Schreibweise Probleme haben. Ich kann aber sagen, ich kann es Leuten empfehlen, die diese Bergsteiger-Abenteuer sehr gerne lesen, weil hier auch viele Andeutungen auf diese typischen Bergsteiger-Dramen gemacht werden oder auch auf berühmte Bergsteiger immer wieder Anspielungen gemacht werden. Und ich kann es aber auch Horror-Einsteigern empfehlen, die jetzt keine Angst haben vor dieser Seitenstärke, weil es hier jetzt nicht zu blutig zugeht oder nicht zu brutal oder nicht zu zombie-mäßig, sondern weil der Horror hier schon eher subtil ist und es eben auch hier tiefgründigere Themen gibt. Aber was ich auf jeden Fall empfehlen würde, bevor ihr euch jetzt hier reinstürzt, macht eine Leseprobe. Schaut euch an, wie dieses Buch geschrieben worden ist. Wenn ihr damit klarkommt, ist alles okay. Ich glaube, dann kann man das Buch auch noch mehr genießen. Aber wenn ihr sagt, boah, nee, ey, immer wieder diese englischen Begriffe, diese Wiederholungen, dieses Umgangssprachliche, das nervt mich einfach zu sehr, ja, dann ist es vielleicht auch nichts für euch. Also da würde ich auf jeden Fall eine Leseprobe empfehlen. Wow, ich erzähle diesmal sehr, sehr viel, aber ich habe mir diesmal auch Notizen vorher gemacht, damit ich keinen Punkt vergesse. Und da waren halt wirklich auch viele Bücher dabei, wo ich Redebedarf hatte. Ich habe jetzt noch zwei Bücher, die ich euch zeige, über die werde ich aber nicht ganz so viel sprechen, weil ich die eben nur bisher begonnen habe. Ein weiterer Vorsatz von mir war ja, Reihen weiterzufolgen und auch zu beenden. Und insbesondere diese Reihe, die Nebelgeborenen von Brandon Sanderson. Der erste Teil hatte mir wirklich gut gefallen, war ja auch in meinen Jahreshighlights. Aber ich hatte da auch einige Kritikpunkte. Deswegen war ich jetzt sehr gespannt, wie mir der zweite gefällt. Ich habe jetzt erst die ersten 80 Seiten gelesen, also ich kann noch nicht viel sagen. Ich hatte einen relativ schwierigen Start damit, weil es eben am Anfang sehr viel Action- und Kampfszenen gab. Das war aber ganz gut, um das Magiesystem hier nochmal in Erinnerung zu rufen, weil es geht ja hier um verschiedene Metalle, die verschiedene Wirkungen auf die Protagonisten haben, die diese magischen Begabungen haben. Und da wurde nochmal halt dargestellt, welche Metalle welche Fähigkeiten hervorrufen. Und auch verschiedensten Personen wurden nochmal vorgestellt. Ja, ich habe leider erst vorhin gemerkt, dass am Ende des Buches eine Wiederholung des Inhalts des ersten Bandes drin war, anstatt das mal nach vorne zu packen. Gut, dass ich da nach hinten geblättert habe. Ich habe zwar über Wikipedia nochmal so ein bisschen den Inhalt nachgelesen, aber es ist halt leider schon viele Monate her, dass ich das Buch gelesen habe. Das will ich ja eigentlich nicht mehr, dass ich so viel Inhalt vergesse. Es geht hier eben um ein Reich, was von einem Tyrannen unterjocht war und um eine Rebellion im ersten Band, um eine Diebesbande, die sich zusammengetan hat, um eben eine Rebellion anzuzetteln und durchzuführen. Darum ging es im ersten Band. Und jetzt im zweiten geht es eben darum, wie es weitergeht nach der Rebellion. Und ja, ich muss sagen, die großen Pluspunkte bei dem Buch waren auf jeden Fall das Magiesystem. Brandon Sanderson gilt ja auch als der König des Magiesystems. Sehr komplex und ich hoffe, da auch noch mehr drüber erfahren zu können und freue mich da auch schon drauf, mit Vin diese Magiesysteme kennenzulernen. Und die Personen haben mir sehr gut gefallen. Was ich nicht so mochte, war das Reich, also schon sehr dystopisch angehaucht. Es ist sehr grau, es gibt keine Farben, keine Pflanzen mehr und es regnet Asche. Also sehr deprimierend. Es spielt hauptsächlich an einem Ort in einer Stadt. Ich hoffe, dass ich vielleicht im zweiten Band ein bisschen mehr die Welt kennenlerne und vielleicht auch den Grund, warum das so geworden ist. Also der Ort fasziniert mich halt bisher nicht. Vielleicht mehr, wenn ich ein bisschen mehr darüber erfahre. Und eben auch dieses Politische, dieses Strategische, eine Rebellion durchzuführen, war halt auch nicht so meins. Und Diebesbanden und so, das ist nicht so meins, Kampfszenen. Deswegen war es zwar für mich ein Highlight durch dieses tolle Magiesystem und durch diese tolle Protagonisten,
Aber ja, ich hoffe, dass sich der zweite vielleicht doch noch mal ein bisschen bessert und mir auch die Welt ein bisschen näher bringt und vielleicht auch ein paar schöne Orte oder vielleicht ein paar magischere Orte zeigt. Ja, darauf hoffe ich so ein bisschen im zweiten Band. Ich werde dann berichten. Wie gesagt, ist ja erst die ersten 80 Seiten und es wurde jetzt im Laufe der letzten Seiten auch schon wieder ein bisschen spannender und ich war schon wieder ein bisschen mehr drin. So, und als letztes noch das Hörbuch. Ich höre gerade Der Hobbit von Tolkien. Ja, habe ich als Film geguckt, aber natürlich auch schon gelesen, ist aber relativ lange her schon. Ich habe hier diese wunderbar illustrierte Ausgabe und ja, da gucke ich dann immer wieder rein. Die Illustrationen sind von Alan Lee und gelesen wird das Buch von Gerd Heidenreich und der macht das auch wirklich gut, hat eine schöne, dunkle Erzählerstimme. Ich bin, wie gesagt, immer sehr selig, wenn ich das abends zum Einschlafen höre, weil es irgendwie eine nicht zu dramatische Geschichte, jedenfalls bisher nicht, ist auch sehr humorvoll. Von Bilbo Beutlin berichtet von seinen Abenteuern mit den Zwergen und mit Gandalf, die aufbrechen zum Berg, wo Smaug wartet und auf den Schatz der Zwerge hockt und diesen ja, besetzt und sie wollen den Drachen eben vertreiben und sich ihre Heimat, aber auch den Schatz zurückholen. Und ja, Bilbo wird eben damit so reingezogen. Und ich muss sagen, dass er mir immer wieder sehr leid tut und ich mich frage, warum gerade er und er sich das auch dauernd fragt, aber natürlich auch so ein bisschen seine abenteuerliche Seite entdeckt, obwohl er ein sehr bequemer Hobbit ist, der eigentlich sehr gerne isst und sehr gerne raucht und einfach sein gemütliches Dasein am Kamin fristet. Ja, und jetzt reist er eben durch die Gegend und hat viele, viele Abenteuer mit den Zwergen. Jetzt sind sie eben im düsteren Wald. Ich bin auf der Hälfte und das werde ich dann sicherlich im Februar beenden und euch dann berichten, wie es mir gefallen hat. Ich weiß natürlich ungefähr, wie die Geschichte ausgeht und was noch alles kommt. Ja, das war mein Lesemonat Januar. Ich freue mich, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt und ich bin aber auch sehr glücklich, diese ganzen Gedanken zu den Büchern jetzt loswerden zu können, weil ich da wirklich viel Redebedarf hatte. Ich fand, das waren unglaublich tolle, spannende Bücher. Und auch wirklich eine ganz, ganz tolle Mischung aus Abenteuer, aus Grusel, aus sehr emotionalen, aus fantastischen und auch märchenhaften Büchern. Ich hoffe, für euch war etwas dabei. Schreibt mir gerne, wenn ihr eins dieser Bücher auch gelesen habt, wie ihr sie gefunden und empfunden habt. Und auch, was euch so in den ersten Lesemonat begleitet hat, ob ihr auch sehr motiviert gestartet seid. Ja, das würde mich sehr, sehr interessieren. Ich freue mich, von euch zu lesen. Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne lesereiche Zeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.